Hallo, meine lieben Freunde der gemütlichen Unterhaltung. Willkommen zu diesem Video. Ja, ich habe heute etwas vor. Und zwar möchte ich eine kleine Challenge machen. Oder keine Ahnung, ob man das so nennt. Und zwar die Links-Rechts-Geradeaus-Challenge. Ich möchte einfach hier losfahren. Und immer nur noch rechts, links oder geradeaus fahren. Und schauen, wie weit ich in 20 Minuten komme. Das heißt, ich stelle jetzt mal die Regeln auf für mich selber, wie ich hier fahren will. Also, es geht dann, ich fahre hier vorne ran ans Vorfahrtsschild und dann entscheide ich erst einmal, fahre ich jetzt links oder rechts rum. Das mache ich dann, wenn ich vorgefahren bin, wo kommt das erste Auto her, rechts oder links, und dahin fahre ich dann. Das ist mein erster Punkt. Und dann heißt es, bei jeder Kreuzung, wo es rechts oder links abgeht, wird rechts abgebogen und dann das nächste Mal wieder links. Ja, immer abwechselnd. Ist es eine Kreuzung, wo es nur nach rechts geht oder nur nach links geht, fahre ich geradeaus. Ist es eine Kreuzung, wo ich aufgrund von Eurotruck abgesperrten Dingsbums fahre ich geradeaus. Und sollte ich auf die Autobahn kommen, könnte ich ja immer nur Autobahn fahren, ja, und das wäre ja ein bisschen blöd, um zu wissen, wie weit ich komme. Das heißt, wenn ich auf die Autobahn komme, fahre ich eine Abfahrt und dann wieder runter. Ja, so ungefähr. Und das hat 20 Minuten. Und dann schaue ich, wenn diese 20 Minuten um sind, wie weit bin ich gekommen. Ja, ich mache dann einfach nur mit dem Navi kann ich ja das irgendwie da gucken, wie weit ich bin. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie weit ich in 20 Minuten komme. Ich fahre vorschriftsmäßig, also halbwegs dem Tempolimit entsprechend, und Ampeln und so halte ich an. Ne? Ihr könnt ja mal eure Tipps abgeben. Und ihr könnt, wenn ihr merkt, ich fahre nicht richtig, ich biege zweimal rechts ab oder so, schreibt das. Passt genau auf, ob ich das so richtig mache. Ach ja, und noch was. Wenn ich in eine Sackgasse fahre, ja, wo es dann überhaupt nicht mehr weitergeht, muss ich drehen. Und dann geht es auch normal weiter. Ja, wenn ich das letzte Mal links abgebogen bin, muss ich dann wieder rechts abbiegen. Kann sein, dass ich dann irgendwann mal im Kreis fahre. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Es kann das sein, dass ich jetzt gleich in Dresden einfach nur rumfahre und überhaupt nicht reinkomme. Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Ihr passt genau auf. Und ja, würde ich sagen, ich feuer mit DAF. Ich habe aufgetankt. Fahre jetzt erstmal vor. Und bereite mein Handy vor, dass der Timer läuft, ja. Aber ich fahre dann erst vor. Ich sage so, also ich habe jetzt 20 Minuten. Also ab jetzt gilt, wo das erste Auto herkommt, in diese Richtung fahre ich. Ich hoffe, es kommt überhaupt noch ein Auto an. Und wir haben es jetzt in-game rechts. Ich fahre nach rechts. 19:21 Uhr, okay. Also, es geht los. Wir fahren nach rechts. Da bin ich aber gespannt. Ich, keine Ahnung. So, jetzt fahren wir geradeaus. Mal sehen, ob ich jetzt nur im Kreis fahre. Okay, das zählt. Ach, es war doch gelb. Das hat doch jeder gesehen. Es war gelb. Oh, 50. Ja, ich weiß. Ja, wenn ich mal ein bisschen schneller fahre, hier wird 70 angezeigt im Navi. Ich bin noch in der Ortschaft. Na gut.
Es fängt jetzt auch noch an zu regnen. So, hier geht es nur geradeaus. Die größte Herausforderung wird sein, dass ich mir merke, bin ich das letzte Mal rechts gefahren oder bin ich das letzte Mal links gefahren? Und hier vorne kommt eine ganz komische Konstellation der Straße, da will ich ja gar nicht. Ne, es geht noch geradeaus und links, also muss ich geradeaus fahren. Da komme ich auf die Autobahn. Das heißt, wenn ich auf der Autobahn bin, muss ich natürlich die nächste Abfahrt runterfahren, oder? Ne, warte mal, es geht noch weiter geradeaus. Ja, es ist ja keine Kreuzung. Heißt, ich muss geradeaus fahren. Okay, es geht nicht auf die Autobahn. Ja, so. Meine Katze macht wieder übelst Lärm. Wie man sie so kennt. So, komm, wer grün, ich muss ja ein paar Kilometer schaffen. Das Ganze werde ich dann auch mal in Amerika. Also in ATS probieren. Diese Challenge. So, hier zeigst du mir eine 50 an, okay. Dann fahren wir mal eine 50. Also der Startpunkt, ne, ist Dresden Garage. Und dass es jetzt so neblig wird, was soll das? Ich dachte, ich könnte schönes Wetter fahren und jetzt komme ich in so eine olle Waschküste. Die Küste, ich war immer noch in Dresden. Hä, Furzt war 7? Ja gut. Ich fahre einfach 80, 70. Ich gucke jetzt nicht ganz genau hin. Es ist 60 oder so. Was ist denn hier wieder los? Was ist denn da passiert? So, ich hoffe, ich höre meinen Timer. Geht also tit. Ja, ich gebe meine Schätzung ab. Ich kann überhaupt nicht schätzen. Nee, ihr sollt ja schätzen. Habt ihr schon geschätzt, wie viele Kilometer ich schaffe von meiner Garage in Dresden aus? Ich gebe jetzt keine Schätzung ab, denn du hier was beeinflussen, das möchte ich nicht. So, genau mal, ey, das ist. Man sieht ja gar nichts. Ist ja alles nur Nebel. Aber das Wetter passt eigentlich dem Wetter, was wir zurzeit hier haben. Auch trüb und kalt im August. Du denkst, es ist Herbst. Und am Wochenende tun wir wieder rummeckern. Es ist so warm, wenn es wieder warm wird. Es ist ja gar nicht spannend. Es kommt ja gar keine Kreuzung. Es kommt gar keine Kreuzung. Ich fahre ja nur geradeaus. Nee, ich habe noch 15 Minuten. Ja, ist vielleicht. Vielleicht muss ich das auch mal mit der ProMod machen, wo mehr Straßennetz ist. Ist halt sehr wenig, ne? Das ist eigentlich total dumm. Das ist ja gar keine richtige Rechts-Links-Geradeaus-Challenge. Ja, wir schauen mal. Mal schauen mal. Fahr mal weiter. Und gucken mal, ob noch was kommt hier. Also ich bin bis jetzt rechts abgebogen. Das heißt, falls mal irgendwann wieder eine Kreuzung kommt, muss ich nach links fahren. Die fühlt sich schnell. Ich hole hier die anderen ein. Ah, es ist schön. Ein bisschen LKW fahren. Ja, komm. Fahr zu.
Gib mal den Stopp, ich muss ein paar Kilo, auf ein paar Kilometer kommen. Nee, 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 nee. Es ist. Ich hätte echt gedacht, ja, es kommen mehr Kreuzungen. Vielleicht bin ich auch im falschen Gebiet. Ja, was haben wir denn hier drüben? Ist das. Das sind Meer? Meer. Vor allen Dingen, ja, Meer. Hinter Dresden ist Meer. Es ist ein Fluss, ne? Ist ein Fluss? Oder ein See? Man sieht ja nicht. Ich sehe nicht. Es ist alles dunkel hier. Und neblig. Und dunkel wird es jetzt auch noch. Schwarzen Bildschirm. Aber. Er muss natürlich voll nach Vorschrift fahren vor mir. Aber ich habe ja gesagt, ich fahre nach Vorschrift. Aber wenn es nicht bald was passiert, muss ich mir noch mal die Promo angucken. Und dann kommt wahrscheinlich dieses Video niemals online. Da ist die Kreuzung! Kreuzung! Da geht's nur links weg. Da geht es nur nach links. Ich muss irgendwie dann doch links und rechts fahren. Das wäre noch eine Möglichkeit. Dass ich sage, ich fahre an jeder Kreuzung. Links oder rechts. So fahre ich ja wirklich nur geradeaus. Das wäre vielleicht spannender, oder? Das wäre spannender. Ich überhole jetzt. Also, der schläft doch gleich ein beim Schlafen. Natürlich beim Fahren. Oh oh. So, Autobahn, das heißt rechts bin ich gefahren, ich muss links auf der Autobahn. Ja, es ist wie eine große Kreuzung. Ja, es ist wie eine große Kreuzung. Da bin ich auch mal irgendwie mal abbiege. Uiuiui. So, jetzt fahre ich eine Abfahrt lang. Vorausgesetzt, ich komme dann dort auch runter. Wäre es blöd, wenn irgendwas gesperrt wäre. So, eine Abfahrt. Ich glaube, wir kommen Leipzig raus. Die Vermutung, ich fahre ja viel zu schnell. So, die nächste Abfahrt ist schon ausgeschildert. Bin ja gespannt. Fahr einfach nach Leipzig. Von Dresden nach Leipzig. So, ich muss mal merken, dann, wenn wieder eine Kreuzung kommt, muss ich wieder nach rechts fahren. Oder ich kipp einfach um und dann, ja, war's das. So, jetzt geht es nur noch links. Muss nach rechts fahren. Die nächste normale Kreuzung ist nach rechts. Muss ich mir merken. Schön, wir haben grün. Bin ja gespannt. Noch 9 Minuten habe ich. Mal sehen, wo ich rauskomme. Ich komme schon auch in Dresden wieder raus. So, nach rechts muss ich fahren, ne? Kreuzung. Muss man das merken. Aber jetzt halt wieder nur
Nur so eine Kreuzung. Ja, ich lasse mir da noch mal was einfallen. Wir können diese Challenge noch ein bisschen verfeinern. Weil laut meinen Reglement, muss ich jetzt gerade ausfahren. Das nützt nichts. Muss gerade ausfahren. Bam, 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 bam. 8 Minuten noch Zeit. Wenn du solche blöden Videos nicht verpassen willst, ne? Und du bist neu auf meinem Kanal, freue mich über ein Abo. Dankeschön. Wenn ihr mehr von so einem Schwachsinn sehen wollt, lasst ein Like da. Und wenn nicht, gibt halt ein Dislike. Und dann sehe ich das. So, jetzt kann nur nach rechts fahren. Ja. Es ist aber nicht kreuzungsbedingt. Das heißt, ich muss dann immer noch mal nach rechts abbiegen. Ja, ich muss ja jetzt hier rumfahren. Ich kann ja gar nicht anders. Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals. Ich kann ja gar nicht anders, weil dort die komischen Absperrungen sind. So, schauen wir mal hier vorne. Da geht's noch geradeaus. Ich komme schon noch in die Sackgasse. Wir sind weiter. Es geht hinten nicht weiter. So, das ist die erste Sackgasse. Jetzt muss ich wenden. Ich wende mal. Ich versuche einfach mal hier zu wenden. Schnell machen, das ist alles Zeit. Obwohl, jetzt fahre ich wieder zurück. Jetzt büße ich ja wieder Kilometer ein. Nein, 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 nein. Komm, zieh, 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 zieh. Zieh, mein Guter, zieh. Och nein, dass das jetzt passiert. Alter, ich komme gerade völlig... Na, ach, der Scheibenwischer. Er geht mir. Auf den Pieps. So. Ich muss immer noch nach rechts abbiegen bei einer Kreuzung, aber ich fahr's. Ja, halt eure Pappen! Ihr haltet mich eh nicht an! Ihr könnt mich mal! Ihr freundlichen Polizisten. So, ich glaube, es geht zurück nach Dresden. Toll. Oh, die verfolgen mich. Ja, ist ja gut. Ich weiß, ich hab's verstanden. Soll ich schneller fahren. So, hier vorne kann ich ja nicht abbiegen, weil es nur eine so eine Kreuzung ist. Aber naja. Mal sehen, ob mich die Zeit noch rettet. Dass ich nicht ganz so weit zurückfahre. Ich habe noch 5 Minuten. 5 Minuten habe ich noch. Aber ich komme wieder zur Autobahn. Das heißt, ich fahre rechts. Ich fahre zurück. Ich fahre echt zurück. glaube ich zumindest. Aber mein Gefühl sagt mir das jetzt. Ich muss jetzt... Es ist jetzt wie die... Warte mal. Es ist ja jetzt wie die große Kreuzung, ne? Warte mal, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, es ist ja wie, ich muss mich ja entscheiden, rechts oder links. Also heißt das, ich muss rechts fahren.
Ja, wenn ich gerade ausfahre. Ja, das ist jetzt. Ja, eigentlich hätte ich gerade ausfahren müssen und zwangsläufig Autobahn. Aber ich habe ja gesagt, das ist wie eine große Kreuzung. Ja. So, jetzt fahre ich links. Das ist eine Autobahn, ich kann rechts fahren. Also die nächste Kreuzung muss ich wieder links abbiegen. Bam, 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 bam. Ich habe gerade die Angewohnheit, links auf meinem zweiten Monitor zu schauen, aber da ist ja kein Chat. Ich bin ja nicht live. Ich nehme ja ein Video auf. So, ich habe nach 3 Minuten. Der Herr Vorsitzende stand da schon in der Polizei. Bin ich da aufgefahren. Aber jetzt kommen wir unten an die Kreuzung. Heißt links. Nächste ist links zu fahren. Echt nach Dresden zurück. Willst du mich verarschen? Ich fahre jetzt echt nach Dresden zurück. So. Die nächste Kreuzung ist nach rechts. Ich habe noch 2 Minuten. Ungefähr. Bam, 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 bam. Ich hoffe, dass meine Aufnahme überhaupt funktioniert. Ansonsten muss ich das halt nochmal machen. Aber dann mache ich das auch anders. Ja, also falls die Aufnahme nie... warum soll ich das erzählen? Wenn die Aufnahme nie erscheinen sollte, dann brauche ich jetzt auch nichts zu erzählen darüber. So, geradeaus. Ich muss nach rechts fahren, ne? War das nach rechts? Ja. Kreuzung ist nach rechts. Die Zeit ist gleich um. Die Zeit ist gleich um. Ich glaube, ich fahre wirklich zurück. Genau weiß es aber nicht. Aber ich vermute es. Es ist die Richtung. Ja, ja, ich habe aufgeblendet, aber es ist mir scheißegal. Eine Minute noch. Ja, und wenn der Timer runtergelaufen ist, dann mach schon Vollbremsung. Und dann werden die Kilometer gezählt. Weil das dunkel geworden ist, da sieht man immer so wenig. Man sieht so wenig von der Landschaft. So. Nur ein paar Sekunden. Ich fahre eigentlich ein bisschen zu schnell, aber ich bin immer ein bisschen schneller unterwegs. So, die letzten 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1. So. Machen wir Warnblinkanlage an und jetzt schauen wir mal, wie weit ich gekommen bin. Gehen wir mal auf die Weltkarte. Und wo bin ich? wir machen jetzt mal, wo ist die Garage? Garage. Ja. 83 Kilometer. Also ich habe jetzt in 20 Minuten mit diesen rechts, links, geradeaus, Gedöns 83 Kilometer gefahren. So, jetzt bin ich aber gespannt, wer von euch ungefähr
es richtig geschätzt hat und wer von euch auch jetzt nicht in die Kommentare mehr schreibt. Ja. Okay. Das war's dann. Ich überlege mir noch ein bisschen mehr anders und ja, schauen wir mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, die ihr jetzt verschwendet habt für dieses Video. Also dann, macht's gut. Bis demnächst. Irgendwann. Haut rein. Tschüss. We'll be right back.